System von politischen Verträgen. Und dieses Misstrauen gebiert wiederum die Sicherheit. Feierstunde zum 70. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Im Dorothee-Söller-Haus in Hamburg-Altona zitiert Pastor Ulrich Henschel aus den Schriften des streitbaren Theologen. Dietrich Bonhoeffer hat das Nazi-Regime öffentlich kritisiert und dies mit dem Leben bezahlt. Ist Bonhoeffer ein Held gewesen? Dietrich Bonhoeffer ist kein Held gewesen. Er hat sich auch nicht so verstanden. Ich würde eher sagen, er ist ein Vorbild in gewisser Weise, ein Orientierungspunkt. Aber auf den Begriff Held würde ich nicht kommen. Was für ein Mensch war Dietrich Bonhoeffer? Er hat in seiner Gegenwart gelebt. Er hat sich nicht in kirchliche Kreise zurückgezogen, obwohl er ein hochgebildeter Theologe war. Er hat sich nicht in einen Innenzirkel von Selbstverständlichkeiten zurückgezogen, sondern Anteil genommen an dem Geschehen um ihn herum. Er verstand sich selbst als Teil von Gesellschaft und Kirche. Er hat gerne Lieder gesungen. Ich vermute, er hat auch gerne Wein getrunken. Er ist in der Welt herumgereist. Er konnte auch genießen. Was kann die Kirche von Bonhoeffer lernen? Sich politisch mehr engagieren? Es geht nicht um die Frage, politisch engagieren, ja oder nein, sondern wie. Und was sind meine Orientierungsleitlinien? Sind es die, dass ich als Kirche genehm sein will, der Welt um mich herum? Dass ich empfangen werden möchte bei den Repräsentanten des Staates? Oder riskiere ich auch, ausgegrenzt zu werden? Riskiere ich, meine biblischen Erkenntnisse, biblische Sätze und Traditionen vorzutragen, wohlwissend, dass ich mich damit unbeliebt mache? Wofür steht Dietrich Bonhoeffer heute? Vielleicht ist das Stichwort Verantwortung für Bonhoeffer maßgeblich und auch sollte es für uns werden. Ich rede mich nicht raus. Ich sage nicht, die Zeiten sind so, ich muss mich anpassen, ich muss irgendwie mitmachen, ich muss um dieses und jenen Vikar noch zum Pastor werden lassen, ständig taktische Zugeständnisse machen, sondern ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Meine Verantwortung und die damit gegebene Schuld kann ich nicht delegieren und abschieben auf andere, auf die Zeiten, auf die Verhältnisse, auf die Kirche im Allgemeinen. Eben das hat er nicht gemacht und das finde ich eine starke Leitlinie für mich und für uns Heutige. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Seine letzten Worte vor der Hinrichtung: Für mich ist dies das Ende und der Anfang.